Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Yvonne das Fitness ist mein Name und wir machen jetzt für euch einen kleinen Workout, so dass ihr zu Hause trainieren könnt und diese Zeit jetzt überbrücken kannst. Okay? Bleibt gesund und macht einfach mit. Here we go. Super. Wir starten jetzt mal mit einem kleinen Warm-up. Wir probieren ein bisschen die Gelenke zu mobilisieren, den Kopf ein bisschen in Schwung zu bringen. Lass die Beine ein bisschen breiter. Super, wir starten mit dem Schultergreifen. Komm. Super. Dreh die Schulter, beide Schultern hoch. So wie immer hier das Sportfach. Ihr kennt das. Sehr gut, lass die Schulter. Sehr gut, wir kommen den Arm ein bisschen größer. Erstmal langsam. Hoch, tief. Sehr gut, die Backen ein bisschen größer. Sehr gut. Super. Bleib jetzt mit den Schultern nach hinten, nach hinten, nach hinten. Gut. Dreh die Schultern. So weit. Sehr gut. Super. Jetzt wieder nach vorne. Dreh die Schultern vor. Super. Here we go. Noch ein bisschen nach vorne. Gut. Wir probieren jetzt die Gelenke zu mobilisieren und vorzubereiten. Wir reißen die Arme vor. Erstmal ruhig, ja, dadurch wird Gelenk geschmeidig, wir können ein bisschen vorbereiten. Sehr gut, komm, wir machen unser Fußgelenk schon warm, okay, nur hier tap, tap, du musst nicht gepackt sein, du musst das nicht können, du kannst es einfach entspannen, okay, super, Schulter nochmal greifen, super, trigger. Gut. Bereit? Okay, komm und schieb die Arme vor. Und nur hier einen Bankdruck machen wir es, ja? Schieb, 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 schieb. Super. Nicht vergessen, du musst nicht im Takt sein, egal. Wenn du dazu machen willst, hebt das Bein seitlich. Top. Wenn das nicht geht, in Kombination kannst du hier stoppen. Weiter. Okay? Komm mit dem Kopf ein bisschen tiefer. Dann hebt das Bein höher. Sehr gut. Wir machen unser Hüftegelenk bereit für die kleinen Workouts, die wir hier machen. Das dauert nur 15 Sekunden. 20. Super. Wir machen das nochmal hier weiter. Super. Mit Arm oder ohne. Relax. Probier ein bisschen die Herzfrequenz auch ein bisschen zu erhöhen, sodass der Kopf merkt, wir sind im Training. Gut, jetzt zieh deine Ferse bis zur Hose. Ganz entspannt. Wir machen unsere Kniegelenke bereit. Sehr schön. Gut, zieh die Ferse nach hinten. Wenn du willst, schließ die Arme nach hinten und streck die Arme hinten hier. Sehr gut, streck die Arme ein bisschen. Senk deinen Kopf, tief weiter nach vorne. Lass es auch fest. Und streck die Arme weiter nach hinten. Sehr gut. Streck um. Ferse bis zum Popo. Hey. Super. Schon ein bisschen warm? Ich hoffe, ihr macht mit, ja? Okay. Jetzt zieh die Knie hoch. Ein bisschen nach außen offen. Ein bisschen hier vorzubereiten. Wenn du willst, nimm den Arm mit. Mach einen kleinen Kreis. Wenn das schwer ist, bleib hier. Ja, jeder für sich. Ist egal, wie das aussieht. Hopp. So, sehr gut. Okay, relax. Wir springen ein bisschen. Wir machen nochmal den Fußgelenk. Die ganze Gelenke ein bisschen machen. Wenn du willst, kreis dein Handgelenk. Kleine Warm-up. Kleine Mobilisation mit dem Handgelenk auf. Jo. Gleich machen wir ein paar Push-Ups. Gut. Und gut. Okay, bleibe hier. Streck dich aus, schieb dich nach vorne und hoch. Hopp. Zieh deine rechte Armgelenke. Und
zurück und relax. Nochmal hoch, zieh deine linke Arme lang. Komm zurück und relax. Super. Schüttel dich ein bisschen. Gut, verkling die Finger hinter deinem Rücken. Und hier streckst du die Arme komplett aus, sodass du dich ein bisschen hier öffnest. Atmen tief ein und aus. Super, relax. Überkreuz die Hände, bring die Handflächen zueinander. Zu deinem Bauch nach innen. Du hast deinen Kopf zwischen den Armen. Super, relax. Und schütteln. Ganz gut. Wir machen noch eine Übung. Du bist ein bisschen vorzubereiten. Wir haben hier zwei Rücken breit aufeinander. Du gehst nach rechts zurück, nach links zurück. Okay? One and two. Komm. Das ist der erste Übung. Der letzte Übung von unserem Warm-up haben wir hier. Flexion an der Seite. Bereiten wir unsere Oberkörper mit. Wir haben die erste Übung schon für die Bauch, für die Bank. Komm, tief. Top. Achte darauf, dass die Knie sich nicht bewegt. Bleib und bewege dich nur aus der Seite. Super, wir kombinieren das. Du gehst nach rechts, Shuffle. Nach rechts. Komm wieder zurück. Nach links. Nochmal. One, two, three, four. Boom. Bleib relaxed. Du musst nicht im Takt sein. Nochmal. Super. Achtet lieber auf die Bewegung, dass du auf den Oberkörper runterkommst. Kannst du einfach
einfach weitermachen, ja? Kurz das Video stoppen und wieder von vorne starten. Du machst einfach, wie für dich am besten ist. Wenn du Durst hast, trink etwas. Super. Here we go. Wir bleiben starten. Komm. Setz die Ellenbogen auf deine Knie und beweg den Boden. Komm. Lass den Knie statisch. Beweg den Boden. Super. Komm hoch. Komm wieder. Mach mal. Bleib runter. Komm nach hinten aus. Mit deinem Rücken. Beweg den Boden. Relax. So, wir starten mit unserer ersten Übung. Jo. Level 1. Nur Squats. Okay. Nur Squats. Level 1. Wenn du neu dabei bist, mach einfach hin. Super. Bleib gleich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alles klar? 3 tief. Ein hoch. Weitermachen. 3 tief. Ein hoch. Nochmal. 3 tief. Ein hoch. So. Das ist unser Level 1. Du bleibst hier, wenn du neu dabei bist. Ja? Wenn du das schon länger kannst, schon länger trainierst, bleib 4. 1, 2, 3, 4, hoch. 1, 2, 3, 4, hoch. 1, 2, 3. 4, hopp. Bei 4 hebst du nur die Ferse hoch. 1, 2, 3, 4, hopp. Das ist Level 2. Okay? 1, 2, wir aktivieren die Wadenmuskulatur. Okay, bist du bereit für Level 3? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, super, 3, 4, jump, hoch, hopp, here we go, weitermachen, nicht stoppen, ich mache noch ein bisschen mit, noch 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, lande direkt runter, lass die Beine gebeugt, okay, nicht hier landen, direkt einfedern. Die letzte vier. 1, 2, 3, 4. Direkt einfedern. So, ihr Lieben, ich fange an zu schwitzen. Ich hoffe, es ihr auch. Ja? Relax, atmen. Unser Ziel ist es jetzt auch nicht den Körper komplett Platz zu machen, ja? Unser Ziel ist, dass du so ein bisschen was machst, ja? Dein Immunsystem verstärkst, ja? Aber nicht komplett kaputt machen, okay? Sich Ausgabe. So, wir gehen weiter zu unserer nächsten Übung. Such dir eine Couch oder irgendwas, wo du eine Beine hoch machen kannst, ja? Wir sind hier, schaffen wir dieses Bein. Gut. Achte auf, dass er nicht sich verschiebt. Beuge das hintere Bein und komm tief. Achte auf, dass dein Fuß komplett auf diese Fläche ist. Du kommst hoch, hopp und zurück. Relax. Langsam. Hochkommen und zurückkommen. Nochmal. Hochkommen und zurückkommen. Hopp. Super. Mach weiter. Hoch, langsam und zurück, Knie senken. Hoch, langsam, Knie senken. Noch zwei. Hoch, Knie senken. Letztes. Hoch, Knie senken. Bleib mit dem Kopf. Hoch und tief. Gut. Am besten ist, wenn wir diesen Couch nicht zu hoch ist, ja?
tief und zurück. Senke tief und zurück. Senke tief, zurück. Letztes, tief. Alle Seitenleitungen tief und zurück. Letztes. Okay, flex. Alles gut. Atmen. Eine Runde.
war Level 1. Level 1 für dich? Ja. Die neue dabei. Ja. Wir machen Level 2, wenn du willst. Du lass eine Beine nach hinten fest und ziehst das andere Knie. Aha. Wir ziehen ein Bein und strecken noch aus. Ziehen und strecken. Diese Beine bleiben statisch. Deine Bauch auf beiden Knien zu zeigen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und dann absetzen. Wie war's? Gut. Super, der Wechsel. Steht vor dir die Idee. Du machst so lange mit dem Bein gegeben. Okay, das andere Bein ziehen. Oh, ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Super, letzte Übung.
Good vibes only. Peace. Ciao.